Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Minecraft. Noch ohne Shader, wie gesagt. Leute, gebt mir ein bisschen Zeit, dass ich das alles gegebenenfalls irgendwann mal nachrüste. Dauert ein bisschen, ne? Also seid mir da nicht böse oder so. Aber sowas dauert einfach. Ich krieg's nicht hin, aktuell. Scheiße. Boah, das ist so creepy krass, dass diese Säcke die ganze Zeit vor diesem Haus stehen, ne? Das Problem, was wir gerade jetzt haben, wir haben erstens kein Bett, zweitens kein Holz und drittens habe ich nur Stöcke. Mit nur Stöcken kriege ich, glaube ich, nicht hin, dass wir wieder einen Block bekommen. Und aus dem Block haben wir gerade nämlich ein generelles Problem, glaube ich. Ich weiß nicht, aus Stöcken, also wie wir Stöcke hinkriegen, das ist natürlich irgendwie klar. Aber wie man sieht, kriegen wir gerade nichts Effektives hin, außer geschnittenen Sandstein, der, glaube ich, ein bisschen glatter aussieht. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ja, danke schön übrigens für die tollen Kommentare. Ich war echt baff. Ich habe mich gefreut. Die Sonne geht auf. Ich habe mich wirklich gefreut, das zu lesen und das tat auch gut. Vielen lieben Dank nochmal an jeden Einzelnen, der einen Kommentar hinterlassen hat. Und ja, ich habe mich wirklich gefreut. Das ist wunderschön, was ihr geschrieben habt. Danke. Wie gesagt, huch. Quatsch. Nein, 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 nein. Sowas von überhaupt nicht. In die Freiheit. Keine Sau mehr da. Oh, doch. Komm, wir legen uns an. Oh mein Gott. Auf Baby-Zombies war ich nicht vorbereitet. Alles gut. Alles gut. Ich wollte nur ein bisschen fighten. Was mir auffällt, ist, dass meine Fernsicht gar nicht so weit ist. Und, nehmen wir mal 20 Chunks, oder? Schön. Noch nicht perfekt? Nee, ist überhaupt nicht perfekt. Wir machen es ganz einfach. Wir protzen. 48. Gib mir die volle Reichweite. Liebes Spiel. So, einmal alles. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis es lädt. Ist aber auch erstmal Kackwurst. Wir fällen jetzt mal ein paar Bäume. Unter anderem die, die hier noch so rumgammeln. Es kann jetzt zu leichten Laderücklang kommen. Ich warne euch vor. Ich weiß ja, wie das ist mit Minecraft und Chunks laden und so. Muss aber sagen, toi toi toi. Der Rechner macht seine Sache gut. Der Prozessor macht seine Sache gut. Ich bin, oh. Okay. Alles gut. Wie gesagt, das großartige Problem, was wir jetzt einfach haben, ist, dass Minecraft manchmal nachlädt. Also ich habe leider nur die Version mit Java. Oh wei. Leider habe ich keine andere Version. Ich hätte gerne die Windows-Version, weil sie einfach deutlich besser ist als... wie ihr sehen könnt, es hängt dann immer so ein bisschen nach. Ich habe jetzt auch keine 47 Chunks. Nehmen wir mal 30, komm. Ansonsten weiß ich nicht, warum es jetzt gerade so extrem stehen bleibt.
Wir hatten ja gerade einen Stillstand. Der war nicht schön. Gut, wir gucken mal. Wir haben ein paar Setzlinge gefunden. Das ist immer sehr gut. Damit wir ein paar neue Eichenbäume bekommen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich den Boden Sandstein lassen soll. Aber das dürft ihr gerne entscheiden. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Es ist ein interaktives Let's Play. Ihr dürft mitentscheiden, natürlich. Ich müsste jetzt eigentlich so einen scheiß Stein abbauen mit der Faust. Geht das? Ja, das geht. Gut. Ah, nicht den. Das ist ja meine Eingangstür. Und hier drinnen möchte ich auch nicht zerstören. So. Mir fällt da noch was ein, was wir vorhatten. Ich muss das unbedingt ändern, dass man direkt springt, ne? Guck, wie schön das gemacht ist. Das sieht so echt aus dadurch. Und ja, viele haben es gemerkt. Einige noch nicht. Es ist das alte, wunderschön. Oh, kann man nicht pflanzen, schade. Es ist tatsächlich das alte Texturenpack, was wir nutzen von damals. Ah, okay, man kann es nicht direkt am Rand. Okay, ist ja kein Problem. Das ist definitiv das kleinste Problem, was wir jetzt gerade haben. Zack. Wenn der Sand daneben noch weggehen würde. Ey, optimal, sehr gut. So, wo mache ich das automatische Springen aus? Steuerung? Ach da, perfekt. Optimal, sehr gut. Weil ich würde schon selbst gerne entscheiden, wann ich springen möchte und wann nicht. Ne? Das ist ja, diese selbstständigen Dinge, die Spiele gerne für einen übernehmen würden. Sieht das nicht geil aus? Zack, zack. Cool. Komm, noch einer. Zack, zack. Optimal. Die Wachsoldaten unseres Hauses. Zur Thematik zurück. Wir brauchen ja, ach komm, mach das da weg. So ein bisschen Minecraft kennen wir ja noch, ne? Das ist jetzt hier, nicht Minecraft komplett Neuland, sondern Minecraft, halbes Neuland, würde ich es nennen aktuell. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich das machen möchte mit den Säulen, die ich stehen lassen wollte. Aber ich denke mal, wir werden gemeinsam schon grundsätzlich gute Ideen haben, was das angeht, was stehen bleiben soll, was nicht stehen bleiben soll. Ich baue das jetzt auch alles erstmal provisorisch ab, da ich mir nicht sicher bin, wie das letztendlich sein wird. Also vom eigentlichen Aufbau. Dann kommen wir mit die Säule auch mal weg. Also es ist für mich aktuell wirklich so ein kleines Rätsel, was das angeht. Ich will nur eine Fackel in der Hand haben, die anderen Fackeln. Boah, Doppelfackel. Wollte ich gerne platzieren. Hier ist ja unser Schlafzimmer hinter. Dann würde ich sagen, geht's hier, wie immer, in Richtung Lagerraum. Ein Lager wird immer benötigt, meiner Meinung nach. Und solange wir keine andere Beleuchtungsmöglichkeit haben, nehme ich jetzt mal Fackeln. Ich weiß gar nicht, ob man aus Sandstein auch Treppen formen kann. Wenn ja, wäre das natürlich optimal. Die Kiste sollten wir immer mit nach Hause nehmen. Vorsichtshalber.
Und da wir jetzt aktuell nicht wissen, wie das hier weitergehen wird. Schön viel Sandstein, das ist cool. Es erleichtert unsere Arbeit so enorm, hier in dem Gebäude was zu bauen. Sollen jetzt mal kurz nachschauen, ob die Möglichkeit besteht, eine Sandsteintreppe zu bauen. Es geht. Und die sieht auch noch so episch aus, bestimmt. Achtung. Oh, ja, das ist verkehrt. Wow. Okay. Leute, es wird schön werden. Ich habe das so im Gefühl. Ich bin mir noch nicht ganz sicher von der Aufteilung her, aber es wird was Neues. So haben wir persönlich das noch nicht gebaut. Obwohl, will ich eine Lagertür haben? Nein. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich einfach so durchs Lager gehen können. Hier kommt dann eine Beschilderung hin. Moment. Können wir doch bestimmt schon bauen. Wie war das? Ein Schild. So. Genau, haben wir drei Stück. Einmal das Schlafzimmer. Das Lager. Damit wir selber auch wissen, wo was ist. Weil sonst verzweifeln wir hier irgendwann, kommen hier nicht mehr vernünftig durch. Ich weiß, gebraten ist besser. Weiß ich, Leute. Ist jetzt nur gerade so auf die Faust. Mal eben. So. Ich höre schon wieder, Hannah macht irgendeinen Blödsinn. Es ist halt aktuell die Problematik. Wir haben halt Homeschooling, Leute, ne? Es ist überhaupt nicht einfach für alle. Ich meine, ihr kennt das, ihr geht selber zur Schule wahrscheinlich. Und genauso schwer wie die Schule für euch ist, ist es auch für eure Eltern. Also nehme ich eure Eltern da mal eben in Schutz. Muss sagen, die haben es genauso schwer wie wir. Worüber ich aber tatsächlich gerade echt schockiert bin, ist die Tatsache, dass wir doch so viel Sandstein haben. Oder bin ich jetzt falsch? So. Zack. Haben wir nochmal 21 Stufen dabei. Weil wir gehen ja jetzt doch immer tiefer. Dass wir direkt die Stufen parat haben, wenn wir jetzt tiefer bauen. So, das müsste jetzt so passen. Ich hoffe ja, dass wir jetzt auf Stein stoßen, weil das ganze Holz, was wir die ganze Zeit an der Holzspitzhacke verschwenden und auch die Zeit. Ich gehe schnell irgendwo einen Stein abbauen. Das ist ja Verzweiflungstat, die wir hier versuchen. Wartet mal kurz. Boop. Boop. So, ganz schnell. Kommt. Hopp, 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 hopp. Irgendwo muss ein Stein sein, den wir abbauen können. Da, perfekt. Optimal. Und dann nehmen wir noch einen, weil es geht. So, und jetzt ganz schnell nach Hause. Hardcore ist nicht einfach, Leute. Ich sehe auch gerade, ich bewege mich wieder zu schnell. Meine Energie geht nämlich viel zu schnell runter. Und das sollte sie definitiv nicht. Zack, zack, zack. Herrlich. Ja, jetzt ist schön schnell. Jetzt kommen wir nämlich auch vorwärts. Gut, die Deckenhöhe reicht noch. Manchmal muss man es einfach kontrollieren. Leute, wie tief geht denn das hier noch mit Sandstein?
Ah, Sandstein vorbei. Das heißt, hier sind wir erstmal aktuell am Ende. Das ist gut. So, wir können hier hochlaufen, wir können hier ordentlich runterlaufen. Optimal, sehr gut. So, und jetzt kommt hier wieder das Wichtigste, die kreative Ader ins Spiel. Ist auf jeden Fall gut, dass wir, ach, wir haben neues Material gefunden. Was war das denn? Andesit? Ach, Jack, cool. Also das ist jetzt, Probe, was ich hier gerade mache. Und noch nicht final, im Übrigen. Wie könnte ich diese Steine hier schön miteinander verbinden? Gibt es da irgendeinen Stein? Ich glaube nämlich nicht. Doch. Geht das? Ich weiß es gar nicht. Ich sollte Discord auf jeden Fall muten, dieses Didit, das, wir nehmen mal ein paar Stufen mit. Auch muss das jetzt sein? So. Es soll ja letztendlich schön aussehen da unten, ne? Ah. Okay. Ja, jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich habe. Die kann ich ja nur so platzieren. Da war ja was. Jetzt kommen wir zu dem Optikproblem, was ich ansprechen wollte. Weil natürlich ist jetzt hier die Problematik einfach jetzt auch deutlich sichtbar. Wir haben... Obwohl, der Eingang sieht eigentlich schick aus. Wenn wir den jetzt so lassen. Und dann dahinter. Erstmal unfassbar, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? In dem Ausmaße... Sandstein. Das ist unfassbar, wie viel Sandstein hier unten liegt. Finde ich. Also ich finde schon, dass hier sehr, sehr viel Sandstein ist. Wie viele Steine haben wir? 6. Wir brauchen, glaube ich, 8 oder so. Vielleicht sieht es aus, wenn wir den Eingang zum Lager ein bisschen
verschönern. Es ist halt immer die große Frage, wie soll sowas letztendlich aussehen? Diese Frage werden wir uns natürlich in diesem Let's Play häufig stellen. Klar, logisch. Aber ich denke mal, dass wir hier, wenn wir so diese Richtung weitergehen möchten, keine Probleme haben werden mit Platz. So, ich muss mal kurz planen. Säule, Truhe, Truhe, Säule, Truhe, Truhe, Säule. Okay, optimal. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit wir natürlich eine einheitliche Sache haben. Und nicht irgendwie gar nicht so, wie es sein sollte. Ich denke auch, dass die Lagerdecke glatt wird. Und abgehangen. Also wir werden das so machen, glaube ich. Oder den Bereich abhängen. So. Dann wie gesagt, hier kommen dann, Moment, wir brauchen mehr Platz. Nur zum reinen Verständnis. Ist hier. Da entstehen so schöne Säulen durch. So. What the fuck war das? Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wenn wir das so hier machen. Ja, perfekt. Das ist der Look, den ich haben wollte. So, und da wir eigentlich da unten jetzt rumwerkeln, werden wir unsere Truhe mitnehmen da unten. Zack, 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 zack. Und aktuell mal hier platzieren, weil in einer Zeit nervt das, glaube ich, nur noch. So. Dann können wir ein bisschen Kohle reinschmeißen und das Fleisch. Vom gebratenen Fleisch haben wir halt mehr als von normalen. So, 10 Stück, 60 Platten. Optimal. Ja, sehr gut. So wollte ich es haben. Eine sichtbare Grenze zwischen den normalen Steinen und dem Lager letztendlich. Das heißt, alle Wände werden so. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, diesen Sandstein hier herzustellen. Sehr gut. Der hat nämlich eine optische Abtrennung zu diesem hier. Also dieser hier. Ganz kurz zur Erklärung. Und dieser hier sehen anders aus. Passt aber mit denen drüber. Das ist super. Okay, gut. Das bedeutet also, dass wenn wir die da einbauen, denke ich zumindest, dürfte das funktionieren, oder? Optisch? Ja, ich glaube schon. Gut, wir haben keine Steine mehr. Steine sind unser Problem. Man denkt ja so auf der Suche nach Stein, findet man Stein ohne Ende, aber wie ihr gerade feststellen dürft, live, ist es nicht so.
Also man findet nicht ohne Ende Steine, nur weil man buddelt, 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 ne? Von daher müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Jetzt gerade, denke ich mal, hört sich danach an, dass es Nacht ist. So, nochmal was gekaut. Sehr gut. Morgen müssen wir jagen gehen. Und ich denke mal, das reicht für heute. Wir haben einen wunderschönen Anfang vom Lager. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin bleibt, wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und einen schönen Abend noch. Tschüssikowski.